2010 beging die Deutsche Rheuma-Liga Mecklenburg-Vorpommern ihr 20-jähriges Jubiläum. Der mitgliederstärkste Selbsthilfeverband für chronisch kranke Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hatte viele gute Gründe zum Feiern. Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit war und ist eine große Bereitschaft der Mitglieder zur aktiven Mitarbeit und Entscheidungsfindung für richtige und wichtige Zielstellungen sowie Aufgabenstellungen für die konsequente Interessenvertretung rheumakranker Menschen in unserem Bundesland. Auf der satzungsbedingt jährlich stattfindenden Delegiertenversammlung, dem höchsten Organ der Liga, haben die Vertreter aller Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise das Recht und die Pflicht, konkret den Inhalt des Vereinslebens mitzugestalten. Die Wahl der Delegierten erfolgt nach dem paritätischen Prinzip, also unabhängig von der Zahl der Mitglieder in den einzelnen Gruppen bzw. Arbeitsgemeinschaften. Wichtig ist nur die gleichberechtigte Mit- und Zusammenarbeit aller. Im Jubiläumsjahr fand die Delegiertenversammlung im Rostocker Intercity Hotel statt. Sie wurde, wie immer in allen 19 Jahren zuvor auch, von Herrn Prof. Dr. Martin Kaiser, dem Präsidenten seit Gründung des Verbandes in Mecklenburg-Vorpommern, geleitet. Über die erfolgreichen Aktivitäten des zurückliegenden Jahres, aber auch über Schwierigkeiten und Probleme, berichtete im Auftrag des Vorstandes der Geschäftsführer, Herr Wolfgang Kempf. 26 Arbeitsgemeinschaften, 2 Arbeitskreise, diverse Patientenschulungen in Wochen- oder Wochenendveranstaltungen, das Funktionstraining an mehr als 120 Orten mit insgesamt ca. 4000 Teilnehmern in Warmwasser- und Trockengymnastikgruppen, gesundheits- und sozialpolitische Kampagnen, die Mitarbeit in Gremien des Bundes- und Landesverbandes sowie unzählige Beratungen zur Krankheitsbewältigung für Betroffene und die Vielfalt der Aktivitäten zur Entwicklung und Vervollkommnung der Selbsthilfefähigkeit und Bereitschaft prägten die Arbeit des Landesverbandes.